Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Am 30.04.2020. Es ist 19:25 Uhr. Ich bin heute etwas länger aufgeblieben, aber jetzt hat es mich doch ins Bett gezogen. Und ich habe mir gedacht, ich melde mich wieder. Heute war ein recht ruhiger Tag. Sonnig und schön, aber ich war alleine mit meiner Mutter und deswegen ist nicht viel passiert. Wir sind eine ganze Weile draußen gesessen. Ich habe auch draußen mit Christoph telefoniert und meine Mutter hat Zeitungen ausgetragen von der Partei, die Lustdorf-Zeitung. Und währenddessen habe ich mit Christoph telefoniert und ich werde gucken, dass ich so in 2 Wochen spätestens wieder mal zu ihm fahren kann. Also Mitte nächstes Monat, das morgen anfängt. Und wir haben uns unterhalten über meine Nachtängste, wofür ich jetzt schon eine Lösung gefunden habe oder das Problem entdeckt habe, was ich habe. Meine Mutter hat die Woche vergessen, mir Atarax einzuschachteln. Das war ein Irrtum ihrerseits, aber es kann passieren. Und das hat noch 2 Tage angehalten. Und dann war die Wirkung weg. Und deswegen habe ich wieder so Nachtangst entwickelt. Heute bin ich ziemlich unruhig, aber ich habe es jetzt gerade genommen und es sollte in der nächsten halben Stunde wieder ruhiger bei mir werden und ich auch wieder besser schlafen können. Es ist mir zwar Anfang der Woche schon aufgefallen, dass es nicht eingeschachtelt ist oder dass eins der beiden weißen Tabletten fehlt, aber ich wollte es mal ohne probieren und nach 2 Tagen kam eben dieser Effekt, dass ich wieder so abends Angstattacken hatte. Nicht so schwere, aber doch sehr störend. Und deswegen habe ich sie heute gebeten, mir die Tabletten nachzugeben. Ich war gerade duschen, deswegen sind meine Haare noch nass. Es war auch ganz dringend notwendig. Morgen ist Freitag. Sonja kommt am Samstag wieder. Mit Christoph habe ich mich noch über die Corona-Krise unterhalten und er glaubt, dass das mit der Schiffsreise meiner Eltern dieses Jahr nichts wird. Das steht wie gesagt noch in den Sternen. Das ist im September, aber da wird man erst sehen. Und wir haben auch über die Erkrankungen in Amstetten gesprochen. Und das ist ja ein sehr betroffenes Gebiet von Corona und dass die ganze Caritas, die Tagespflegen, da viele Erkrankte an Corona sind, die Pfleger und fast die ganze Caritas ist in Amstetten erkrankt, die Pfleger und die haben natürlich auch viele alte Leute angesteckt. Und das macht jetzt die hohe Zahl in Amstetten aus der Erkrankten und er rät mir davon ab, die Volkshilfe schon jetzt wiederkommen zu lassen, da die Ansteckung noch immer sehr hoch ist. Und gerade bei diesen Berufen, wo man von Mensch zu Mensch geht, die Ansteckung nicht ganz verhindert werden kann
und man da noch abwarten sollte. Aber das war eines von vornherein klar, dass das nicht so bald wieder funktionieren wird. Und sonst gab es bei ihm auch nicht viel Neues. Und er hat mir von einem Projekt erzählt, aber davon darf ich noch nichts berichten. Und das Gespräch hat circa 45 Minuten gedauert, also so wie eine Therapieeinheit. Aber über viele ernsthafte Themen haben wir halt nicht gesprochen. Das geht am Telefon auch nicht so gut. Ja, es ist, dass jetzt dann bald wieder die Kaffeehäuser aufsperren und dass er bald wieder ins Café will und seine Stammkneipen unterstützen will und dass wir uns dann mal wieder im Café treffen und gemeinsam in den Abend verbringen und so. Das machen wir immer am Geburtstag. Aber um seine Stammrestaurants oder Abendkneipen zu unterstützen, wollen wir uns im Hofcafé treffen, sobald das wieder offen hat. Das ist ein kleines Lokal in einem Städten. Und ja, das ist ganz nett, der Vorschlag von ihm. Ich habe mit meinem Vater vorhin kurz telefoniert, aber bei den Rest des Tages nicht viel von ihm gehört. Und von Kerstin hat er auch nicht. Claudia hat mir kurz geschrieben, wie sie sich jetzt beim Matt bewerben soll, beim zweiten Klienten von Sonja. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, wenn Claudia und Sonja beide bei beiden gleichen Klienten arbeiten. Weil wenn einer mal Urlaub hat, muss er die Stunden des anderen übernehmen und das ist halt dann irgendwie blöd, wenn man beide gleiche Angestelltenverhältnisse hat. Und das lässt sich schlecht austauschen. Aber ich lasse jetzt mal einfach eine Bewerbung machen und bespreche das danach mit ihr. Sonst gab es wirklich nicht viel heute. Ich habe bis 12 geschlafen und bin dann draußen gesessen. Nach dem Mittagessen bis 17:30 Uhr. Und das war's eigentlich. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag oder Abend, wann immer ihr das Video seht. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.